Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du auch heute wieder dabei bist. Wenn du sehen möchtest, wie ich genau dieses Bild hier gemalt habe, bleib einfach dran. Ich sag viel Spaß beim Anschauen und gute Unterhaltung. Ja, zuerst habe ich mir so ein Stück Pappe genommen und dachte, da würde ganz gut so eine Art Warnhinweis drauf passen und da werde ich dann eine Frau drüber platzieren. Die werde ich hier drüber malen. Wie ich das Ganze mache, seht ihr jetzt per Zeitraffer. Ich habe mit dem Bleistift diese Frau vorgezeichnet und mit einem Skalpell einen Bereich ausgeschnitten, wo die Frau drauf sitzt. Ja, und ich sehe jetzt erst, wie ungünstig ich die Kamera platziert habe. Ich habe nicht gedacht, dass ich da die meiste Zeit mit dem Kopf drüber bin. Ich denke mal, ich werde hoffentlich langsam das Bild mal ein bisschen weiter nach links geschieben, damit ihr ein bisschen was erkennt. Oh Mann, das ist echt unangenehm. Aber auch das kann passieren. Ich nehme es mit Humor und ihr vielleicht auch. Man sieht, dass nicht immer alles glatt geht bei den Aufnahmen, aber ich konzentriere mich halt auf das Malen, ne? Dann habe ich angefangen, die Person zu umranden mit diesem Cuttermesser und dann mit einer Schere das, oder besser gesagt, die überschüssige Pappe dann abzureißen. Das ergibt dann so einen schönen Raffeneffekt. Ja, ist immer wieder spannend, hier die einzelnen Elemente wieder abzureißen und dadurch das Bild plastischer zu machen. Im Zeitraffer sieht es natürlich extrem schnell aus. Hier habe ich noch nichts angeschnitten, das sollte ich tun, weil sonst reiße ich das hier wieder runter. Ja, ich glaube, ich mache da jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel an dem Bild. Wenn dir das Video gefallen hat, hinterlass gerne ein Like. Über ein Abo freue ich mich noch mehr. Und wenn du Fragen hast, stell auch gerne Fragen in dem Kommentarfeld. Ich danke dir fürs Zuschauen und sag mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.